Willkommen zurück zu Let's Play 9, The Dark Side und dem vielleicht letzten Part. Das Artefakt ist von Glas umgeben. Hä? Was ist das denn? Ich weiß nicht, welche Knöpfe ich drücken soll. Ich sollte zuerst die richtige Reihenfolge rausfinden, okay? Und wie mache ich das? Hier muss doch irgendwo noch gewimmelt werden können, Herrgott. Und wir haben immer noch dieses Buch, das muss doch auch noch eine Bedeutung haben. Magisches Glas. Wofür brauchen wir das denn? Hierfür vielleicht? Nein. Ja, halt, da wollte ich gar nicht hin. Ich wage es nicht, den Durchgang ohne die alte Waffe zu betreten. Ah, okay, und die ist unten im Keller, oder was? Wofür zum Teufel brauche ich dieses Glas? Nee, du kannst es auch nicht nehmen. Wir haben doch auch alles offen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das habe ich alles schon gemacht. Doch das Buch, wusste ich's doch. Also. Ich schreibe dann mal mit, ne? Oder? Ah ne, das macht der, glaube ich, von alleine. Man muss ja die ganze Zeit klicken, ne? Das ist schon so ein bisschen anstrengend. Vielleicht ist dieser Keller ja auch das Bonuskapitel. Ja, guckt, hier ist dieses Drachensymbol. Ja, das hier ist die Sammleredition.
Also ich denke, das hier ist der letzte Part der Hauptstory, aber vom Projekt natürlich noch nicht. Weil wir ja das Bonuskapitel dann noch spielen müssen. Oh, mir tut die Hand weh. Was fehlt denn hier noch? Endlich. Das ist der Schlüssel zu der Waffe, die die dunkle Seite besiegen wird. Huch, jetzt hat sich gerade mein Kugelschreiber aufgelöst. So. Ich setze den an, um zu schreiben, und dann fliegt mit Karacho das Hinterteil des Kugelschreibers weg. Willst du mich verarschen? Das kommt davon, wenn man so Werbekugelschreiber benutzt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Teile jetzt sind. Es ist immer noch stockduster. Gucken wir mal, ob wir noch einen haben, der vielleicht schreibt. 5000 Kugelschreiber und keiner schreibt, ey. Na, der schreibt so halbwegs. So. Gucken, ob das jetzt klappt. Also zuerst haben wir hier dieses Ding, was ein bisschen aussieht wie ein K. Das da. Dann das. Dann diese 5. Dann das, was dann aussieht wie ein Pfundzeichen. So ähnlich. Dann dieses Dings. Und dann, dieses Dings. Nee. Dieses Dings, dieses Dings, dieses Dings und das. Huch. Bam! Das Amulett ist aktiviert. Ich muss die magischen Glyphen finden, um das Artefakt zu vervollständigen. Ach. Ah, wo ist die siebte? Ich denke, es das ist es. Mit diesem Artefakt in der Hand bin ich bereit für den Kampf. Für das Auffinden aller geheimen Glyphen ohne jegliche Hilfe. Ja. Das war ja auch easygoing. Ui, du siehst cool aus hier. Take that. Hä? Was ist das denn jetzt?
Drachenbezwinger. Für den Sieg über den Drachen, logisch. The End. Durch das Vertreiben der bösen Kräfte ins Jenseits hast du bewiesen, dass du wahrhaftig der letzte Abkömmling bist. Du hast die Dunkelheit für immer besiegt, so schien es zumindest. Jedoch bewahrt der Hohepriester der Neuen den letzten Rest des Bösen auf. Er wird seinen eigenen Clan hintergehen und die Welt erneut in Gefahr bringen, um die volle Kraft des Bösen zu entfalten. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal eben ein bisschen um. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit dem Bonuskapitel. Das ist cool. Das hier ja nicht. So Entwürfe mag ich ja. Ja, sehr cool. Musik? Naja, das muss man sich mal anders, mal anders anhören. Dieser Part war jetzt ein bisschen kürzer, aber nein. Ach, unter Extras muss ich gehen. Okay, also ich mache hier einen Schnitt, auch wenn der Part jetzt kürzer war, und wir sehen uns wieder beim Bonuskapitel. Bis dahin.